Hallo liebe Filmfans, Sammler und Verpackungsfetischisten. Willkommen zu Prachtstücke. Heute wieder mit einem Mediabook von X-Rated. Mann, die bringen jetzt ziemlich viel raus in letzter Zeit, das freut mich. Und besonders diese ist eine sehr herbeiersehnte VÖ von mir gewesen, nämlich Das Geheimnis der blutigen Lilie. Ein Film aus dem Jahre 1972 mit George Hilton und Edwige Fennech. Den hatte ich damals als große Hardbox. Aber ich hatte leider nur das orangefarbene, welches mir nicht ganz so zugesagt hat, aber sagt doch selbst. Dieses hier ist doch Ästhetik pur. Wahnsinn. Also, bah, da war ich happy, wie die Ankündigung kam, dass der veröffentlicht wird. Das ist auf jeden Fall mal das Cover A, welches auf 333 Stück limitiert ist. Dann gibt es noch das Cover B, welches auf 222 Stück limitiert ist. Und das Cover C, welches auf 111 Stück limitiert ist. Und wie immer, bevor wir uns das Mediabook ansehen, werde ich euch die Inhaltsangabe vorlesen, damit ihr wisst, was auf euch zukommt, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. In einem mehrstöckigen Wohnkomplex mitten in Rom werden nacheinander mehrere attraktive junge Frauen ermordet. Das Fotomodell Jennifer gerät ins Visier der Polizei, als sie sich einer scheinbaren Bedrohung ausgesetzt fühlt und sogar von dem mutmaßlichen Killer attackiert wird. Als ein weiterer Mord direkt vor dem Haus in der Öffentlichkeit geschieht, gerät ihr Freund, der junge Architekt Bato, in große Schwierigkeiten und muss vor der Polizei als Hauptverdächtiger untertauchen. Währenddessen trachtet der Killer Jennifer nach dem Leben. Es kommt zu einem alles entscheidenden Mordfinale. George Hilton und Edwige Fennech agieren in diesem Giallo von 1972, der alle Wünsche erfüllt, als absolutes Traumduo. Ja, und nun werfen wir eben einen Blick in das Prachtstück. Hier haben wir die Blu-ray. Das Booklet steuert diesmal wieder Martin Beinebein mit einer sehr textlastigen Filmanalyse. Liebe Grüße, Martin, an der Stelle. Ja, da kann man definitiv sehr viel lesen und sehr viele Informationen aus dem Film gewinnen. Das Einzige, was halt daran ein bisschen fehlt, sind halt mehr Bilder. Aber wie gesagt, man kann nicht alles haben. Aber sei es drum, was denke ich über den Film? Ich fand ihn ehrlich gesagt nur mäßig spannend. Sicher, es gab Stellen, an denen er Spannung aufbaut. Und er hat auch eine schlüssige Auflösung. Das ist alles schön und gut. Aber es gibt definitiv im Genre des Giallos spannendere Filme. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht an der Inszenierung, dass man manche Mordszenen irgendwie besser inszeniert hätte können. Da fällt mir zum Beispiel die Szene mit dem hübschen schwarzen Model ein, die in der Badewanne ertränkt wird. Und irgendwie vom Schnitt her sieht man eigentlich nicht, wie sie sich wehrt. Zum Beispiel beugt sie sich kein einziges Mal nach oben, um nach Luft zu ringen. Das hätte man mit Zwischenschnitte vielleicht irgendwie besser darstellen können. Es sieht so aus, wenn sie sich einfach ihren Schicksal gibt und trinkt. Aber dafür bietet der Film andere nette Spielereien, zum Beispiel die netten Kamera-Tilts. Also vielleicht finde ich ein Beispiel und blende ich es euch jetzt ein. Die fand ich ganz nett. Und darüber hinaus bietet der Film auch ein wenig Erotik, auch eine Prise Humor, die vor allem auf die Kosten der Polizisten geht. Also die sprühen förmlich vor Kompetenz. Der eine sammelt Briefmarken, der andere ist sogar zu dumm, dass er sich die Zigarette richtig herum anzündet. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist der Film halt mehr gechillt. Also er reißt einen definitiv nicht das Adrenalin in die Höhe, aber das macht gar nichts. Es ist ein netter Giallo für zwischendurch und wie gesagt, schon allein das Motiv war mir den Kauf wert und den werde ich jetzt doch sofort in mein Regal packen. Oh ja, nach langer, langer Zeit darf Solamente Nero endlich einmal in den verdienten Ruhestand gehen. So. Und hier steht nun Das Geheimnis der blutigen Lilien. Boah, sehr nett. Macht sich doch cool in der Reihe. Übrigens, wie findet ihr es, dass ich meine X-Rated-Reihe mehr nach Farbharmonie geordnet habe? Schon ein bisschen nach Genre, aber hauptsächlich ging es mir darum, dass es optisch ein schönes Bild hat. Nun, ich finde, die Reihe sieht auf jeden Fall schon sehr nett aus. Dann verabschiede ich mich hiermit. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Abos sind wie immer höchst willkommen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Ausgabe von Prachtstücke. Bis bald.
Hui!